Moin Leute, so oder so ähnlich bin ich bei meiner Kungsleden-Wanderung über 100 Kilometer durch den nördlichsten Teil von Schweden gewandert. Und wie man den Rucksack gut packt, dass er sich auch angenehm trägt und wie man den Rucksack einzustellen hat, das zeige ich euch im heutigen Video. Und das ist alles, was ich auf der Tour dabei hatte. Eine Menge Ausrüstung. Wenn man sich das hier alles anschaut, glaubt man kaum, dass das in so einen Rucksack reinpasst. Falls euch interessiert, was ich genau alles dabei hatte, schaut euch gerne das vorherige Video an. Da habe ich im Detail vorgestellt, was ihr alles für solche Trekkingreisen braucht. Und da erfahrt ihr, was hier überall auch drin ist. Ich zeige euch jetzt aber erstmal meine Art und Weise, wie ich meinen Rucksack packe, damit er möglichst leicht zu tragen ist und damit ihr möglichst viel Spaß an eurer Tour habt. Bei so einer Menge an Ausrüstung verliert man wirklich schnell die Übersicht. Beim Packen achte ich deswegen darauf, dass in erster Linie das Gewicht optimal verteilt ist, dann aber auch alles so gepackt ist, dass man zur richtigen Zeit an die richtige Ausrüstung kommt. Ich würde sagen, ich räume den Tisch jetzt erstmal ein bisschen frei und dann gehen wir Stück für Stück in die einzelnen Ausrüstungsgegenstände rein und wir schauen uns die Reihenfolge an und wie man das Gewicht am besten verteilt. Bevor wir aber natürlich die schwersten Gegenstände zwischen die Schultern bekommen können, muss der unterste Teil vom Rucksack ausgestopft werden. Und da kommt in meinem Fall jetzt der Schlafsack ins Spiel. Die meisten Leute verwenden ja die mittelschwereren und sperrigen, voluminösen Gegenstände und stopfen die ganz unten in den Rucksack rein. Bei den meisten Toploader-Rucksäcken hat man die Möglichkeit, hier auch direkt zuzugreifen. In meinem Fall stopfe ich aber wirklich alles von oben rein. Ich habe die Trennwand hier entfernt kann sozusagen von oben gut Druck ausüben und den Rucksack so schön befüllen. Und ich fange da an mit dem Schlafsack. Wenn ihr den Kompressionssack vom Schlafsack nutzt, weil ihr euch sicher seid, dass ihr eure Ausrüstung gut genug vor Wind und Wetter bzw. vor allem vor Regen und Nässe schützen könnt, dann nutzt gerne den Kompressionssack. Das ermöglicht euch halt wirklich das Packmaß so gering wie möglich zu halten und ermöglicht euch somit auch das Volumen vom Rucksack so gering wie möglich zu halten, indem ihr am Ende dann den Rucksack nochmal komprimieren könnt. Aber dazu später. Wir starten jetzt den Rucksack auszustopfen mit dem Packsack. In meinem Fall füllt der Schlafsack hier den untersten Teil vom Rucksack ziemlich gut aus. Wenn da aber noch viel Platz an beiden Seiten ist, der sich nicht gut nutzen lässt, um halt andere Gegenstände noch dazwischen zu klemmen, sage ich mal, dann könnt ihr halt wirklich auch einen wasserdichten Packsack verwenden. Da gebt ihr dann den Schlafsack rein und habt die Möglichkeit, das Ganze wirklich optimal an die Form des Rucksacks anzupassen und wirklich unten den gesamten Platz perfekt auszunutzen. Wie gesagt, in meinem Fall passt es ziemlich gut. Und dieses Komprimieren ist halt tatsächlich auch ein Vorteil, den man mit dem Packsack nicht so gut hinkriegt, aus meiner Erfahrung. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit der nächsten Ebene. Wir bleiben jetzt erstmal innerhalb des Rucksacks und ich erkläre euch kurz, was ich jetzt als nächstes in den Rucksack reingebe. Ich habe hier einmal meine gesamten Ersatzklamotten. Das ist so mittelmäßig schwer, tendenziell leichter als die ganzen restlichen Sachen, die noch reinkommen. Ich habe hier zwei Säcke mit Nahrung. Die sind auch mittelmäßig schwer bis etwas schwerer. Und dann haben wir halt noch das Zelt, das auch einigermaßen schwer ist. Ich gehe jetzt so vor, dass ich versuche, die schwereren Gegenstände hinten an den Rücken zu bringen und die Vorderseite des Rucksacks mit den leichteren Gegenständen auszustopfen. Ich fange jetzt an mit den großen und füge dann später in die Lücken die kleinen Gegenstände ein, die noch so im Rucksack rumfliegen. So, wie ihr seht, nimmt der Rucksack langsam Form an. Wir haben die schwereren Gegenstände jetzt hier an der Rückseite, direkt am Rücken, und vorne stecken die Klamotten. Als nächstes belade ich den Rucksack jetzt mit den weiteren kleineren Gegenständen. Auch immer nach der Prämisse, schwerere Sachen so nah wie möglich an den Rücken und den Rest verteile ich irgendwie, wie es gerade passt. Und ja, je leichter es wird, desto weiter darf es dann auch nach außen im Rucksack wandern. Hier wandern also jetzt Sachen wie die Isomatte rein oder der Regenschutz.
das Gas und die Polsterung für die Kamera. Die ist relativ leicht und verwende ich dann auch nur, wenn die Kamera wirklich eingepackt wird. So, und jetzt kommt tatsächlich nur noch die Drohne rein. Wundert euch nicht, es ist noch etwas Platz hier überall frei. Bei der Tour hatte ich neben der Drohne hier noch einige Snacks, Riegel und so weiter, die man zwischendurch essen konnte. Auch relativ gut griffbereit. Das heißt, alles, was man nicht in Hosentaschen oder in den Seitentaschen vom Rucksack Gurt hat, das hatte ich hier und konnte da relativ schnell drauf zugreifen. Sowie auch die Drohne, die ich ja auch immer wieder rausnehmen musste, um Aufnahmen zu machen. Also stellt euch vor, hier vorne wäre auch noch was. Und jetzt ist es an der Zeit, das Ganze einigermaßen festzuzurren. Und jetzt habt ihr hier auch noch die Möglichkeit, Kleidung zwischendurch unterzubringen. Das habt ihr aber auch an der Außenseite des Rucksacks. Und da machen wir jetzt auch weiter. So Leute, schauen wir uns jetzt erstmal an, was packen wir in die Seiten. Wir haben einmal hier eine schöne Mesh-Tasche. Bei den meisten Trekking-Rucksäcken ist hier halt irgendeine Art von Verstaumöglichkeit. In der Regel sind es elastische Taschen. Und da bringt man natürlich Sachen rein, wie die Flasche zum Beispiel. Bei meiner Tour hatte ich eher kleinere Flaschen dabei, weil es einfach vor Ort nichts anderes gab. Außerdem hatte ich auch diesen Filter dabei. Den packe ich mal an die andere Seite. Und jetzt merken wir, diese Seite wird wahrscheinlich doppelt so schwer sein wie diese hier. Und das gleichen wir dann mit anderen Gegenständen aus. Das sind die Zeltstangen. Die würde ich jetzt zum Beispiel, nehme ich schon mein Studio auseinander, bei der anderen Seite reingeben. Und damit sorgen wir dafür, dass möglichst das Gewicht gleich verteilt ist auf beiden Seiten. Und ja, nach diesem Prinzip geben wir halt weiterhin vor, wenn wir noch zusätzliche Ausrüstung hier reinbringen. Wie gesagt, bei meiner Tour war es etwas anders. Ich hatte das Gestänge innen drin, hatte hier dafür etwas mehr Flaschen und hatte auch die Regenhose außen hier in einem Einschubfach. In unserem Beispiel machen wir es aber etwas anders. Wir gehen davon aus, es regnet wirklich sehr häufig. Wir müssen schnell an unsere Sachen ran. Und da haben wir dann natürlich die Möglichkeit, so welche leichteren Gegenstände auch oben auf dem Rucksack befestigen zu können. Befestige die Jacke hier unter dem Shockcord. Das Shockcord war ab Werk nicht bei dem Rucksack dabei, das habe ich hinzugefügt. Wenn ihr euch aber speziell für diesen Rucksack interessiert, schaut gerne mal bei dem Video dazu vorbei. Ich habe da nämlich ein kleines Review gemacht und ja, vielleicht ist er ja auch etwas für euch. Okay, der letzte Gegenstand, der wirklich außerhalb von meinem Rucksack angebracht wird, ist meine Isomatte. Auf der habe ich bei der Tour zwischendurch auch mal gelegen und sie diente halt als zusätzliche Isomatte für kältere Temperaturen auch in meinem Zelt. Und da die ja ein großes Packmaß hat und viel zu viel Platz für ein sehr niedriges Gewicht im Rucksack einnehmen würde, wird die außen angebracht und ja, in meinem Fall habe ich hier die Möglichkeit, die Isomatte unten anzubringen. Und zwar unten an der Vorderseite. Das hat immer den Vorteil, dass man nicht selber die ganze Zeit beim Laufen an die Isomatte kommt, weil sie weg vom Körper ist. So ist natürlich das Gewicht aber auch weiter von eurem Rücken entfernt. Das ist bei so leichteren Gegenständen in Ordnung, aber schaut da, dass ihr nicht jetzt hier zum Beispiel ein fettes, schweres Zelt dran packt, weil das dann einfach den Tragekomfort deutlich reduziert. Okay Leute, die größeren Gegenstände sind jetzt alle verteilt. Jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, unseren ganzen Krimskrams zu verteilen. Und dafür haben wir das Deckelfach, was ich vor allem für ja alle möglichen Krimskrams verwende, auf den man zwischendurch mal Zugriff haben muss. Und wir haben hier unten natürlich noch die Seitenfächer am Hüftgurt. Hat nicht jeder Rucksack, haben aber die meisten. Und da habe ich in der Regel Riegel drin. Oder sonstige Kleinigkeiten, auf die man halt zwischendurch Zugriff haben muss. Und zwar hat man hier natürlich noch einen besseren Zugriff als hier. Deswegen die wichtigsten Gegenstände, die man wirklich zwischendurch braucht, wie einen Riegel, schnell in diese Taschen rein und der Rest wandert halt hier rein. Oder wenn er halt auch mehr Platz einnimmt, offensichtlich, muss er natürlich auch hier oben rein. So, dann fangen wir mal an. Ich versuche auch hier darauf zu achten, dass die Sachen, auf die ich seltener Zugriff brauche, hinten eingepackt werden. Zum Beispiel wie dieses Mückennetz.
tagsüber braucht man das in der Regel nicht so oft, wenn man unterwegs ist und sich bewegt. Deswegen wandert das ganz nach hinten. Genau wie ja, die wärmenden Sachen, die ja, wirklich eigentlich nur bei Wetterumschwung notwendig sind oder halt abends, wenn es kälter ist, wenn die Sonne weg ist. Die Handschuhe hatte ich zum Teil auch einfach außen angebracht, gehören aber eigentlich auch so zu dieser Kategorie. Alles ist auch etwas leichter und somit halten wir auch uns an das Konzept, die leichten Sachen weiter vom Rücken weg zu haben. Ja, und dann können wir sowas wie die Kochsachen hier reinpacken, Hygiene. Dann habe ich hier noch ein paar ja, Müllsäcke, die sind natürlich auch nicht ganz so wichtig, stopfen wir auch nach hinten. Hier habe ich Portemonnaie und ja, Wertsachen drin, in diesem wunderschönen selbstgebastelten Schutzbeutel. Das kann einfach oben drauf. Ein kleines Handtuch, auch hinten rein. Dann, wenn man mal zur Toilette muss, das Toilettenkit, das möglichst gut erreichbar, wenn es dann mal dringend wird. Der Löffel passt vom Formfaktor immer ganz gut hier unter diese Lippe drunter, deswegen liegt er bei mir in der Regel vorne. Und dann eine der wichtigsten Sachen, das Erste-Hilfe-Kit, das sollte natürlich möglichst gut und schnell zugänglich sein. Deswegen kommt das ganz nach vorne. Jetzt hatte ich hier noch so Kleinzeug wie ein Schloss dabei. Das einfach rein, Sonnenbrille rein. Und wir haben unseren Rucksack gepackt. Das, was jetzt bei mir noch fehlt, sind ja, technische Gegenstände für die Kamera, Powerbanks und so weiter und so fort. Das hatte ich aber noch im Chestrig und das zeige ich euch jetzt eben. So Leute, zu guter Letzt hatte ich noch dieses Chestpack von Helikontext dabei. Das lässt sich wirklich angenehm tragen und das habe ich oft in Kombination mit meinen Tracking-Rucksäcken dabei. Einfach damit ich noch mehr Zugriff habe auf Sachen, die ich regelmäßig brauche. Und das ist halt vor allem mein Kamera-Equipment. Deswegen ist hier meine Technikbox reingewandert. Sicherheitshalber natürlich auch noch einen Drybag. Ja, und das Ganze ist auch so kompakt, dass es tatsächlich unter meine Regenjacke drunter passt. Ist aber natürlich kein Muss. So ein Chestpack kann hilfreich sein. Aber es ist auf jeden Fall nicht notwendig für eine entspannte Trekkingwanderung. Ich wollte es trotzdem einmal gezeigt haben, weil es mir halt immer viel Spaß macht damit und es mir das Leben auf jeden Fall erleichtert. Unser Rucksack ist jetzt ganz schön bepackt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie trägt er sich am angenehmsten und wie muss er eingestellt werden? Und das zeige ich euch jetzt. In meinem Fall muss natürlich erstmal das Chestpack sitzen. Das sitzt ja unter dem Rucksack. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an und lösen hier alle Riemen, damit wir die später auf uns einstellen können. Dazu gehören halt diese Lastenkontrollriemen an den Seiten und oben. Natürlich auch unsere Beckengurte und die Schultergurte. So, jetzt ist erstmal alles locker. Dann müsst ihr als erstes darauf achten, stellt euer Rückensystem so gut wie möglich ein, dass ja, der Rucksack bzw. die Anfänge von den Schultern ungefähr auf euren Schulterblättern sitzen, um halt zu garantieren, dass der Abstand hier korrekt ist und ja, der ganze Rucksack auch entsprechend sich an euren Rücken anschmiegen kann. Da probiert ihr am besten etwas rum, beladet fürs Testen euren Rucksack aber auch mit dem Gewicht, das realistisch ist, also 10 bis 15 Kilo und lauft damit ein bisschen, dann werdet ihr feststellen, sitzt das Ganze, passt noch nicht, dann stellt ihr das Ganze nochmal etwas niedriger oder höher ein und ja, dann werdet ihr auf jeden Fall herausfinden, was für euch angenehm ist. Die Alternative wäre natürlich, zum Outdoor-Laden eures Vertrauens zu gehen. In der Regel gibt es da auch ja, Gewichtssäcke, womit ihr das Ganze testen könnt und ihr werdet auch häufig sehr gut beraten und da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen rumexperimentieren sparen und wisst, wie ihr den Rucksack auf jeden Fall korrekt tragen könnt und das auch rückenschonend. In meinem Fall ist der Rucksack jetzt gut eingestellt und ich zeige euch jetzt erstmal, wie man den anhebt, wenn er so schwer beladen ist, um euren Rücken nicht kaputt zu machen. Und das macht man, indem man ihn hochhebt und auf dem Knie auflegt. Danach geht man rein mit dem Arm und hängt ihn sich erstmal
auf die Schultern. So, das sitzt natürlich jetzt gerade überhaupt nicht, weil alles losgezurrt ist und wackelt total. Das heißt, wir fangen jetzt an, das Ganze einzustellen. Dafür nehmt ihr erstmal den Rucksack auf eure Hüften, beugt euch dafür leicht vor und zieht den Hüftgurt oben auf dem Beckenknochen fest. Wenn das wirklich fest sitzt, dann könnt ihr anfangen und die Schultergurte festziehen. Diese aber auch nicht zu fest, weil 70% des Gewichts tatsächlich auf eurer Hüfte lasten soll. Das schaut ihr einfach, jo, sind die ungefähr gleich stark festgezogen. Und wie verhält sich das Gewicht? Ist es jetzt einigermaßen ausgeglichen? Und wenn das der Fall ist, dann seid ihr hier schon mal so weit. Als nächstes versucht ihr mit den Lastenkontrollriemen an der Unterseite den Rucksack möglichst nah ranzubringen und dann an der Oberseite das Ganze so ranzuziehen, dass ihr circa einen 45-Grad-Winkel hier habt. Denn dann ist das Gewicht gut ausgeglichen. Je nachdem, ob ihr gerade bergauf oder bergab unterwegs seid, kann man hier ein bisschen variieren. Wenn ihr das Gefühl habt, der Rucksack muss so nah wie möglich an den Körper, dann zieht ihn auch wirklich nah dran. Es fühlt sich jetzt schon extrem stabil an, verglichen mit eben sind das Welten. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, den Brustgurt einzustellen. Der muss auch nicht besonders fest sein, der hält einfach nur die Schultergurte in Platz, dass die nicht über eine Schulter irgendwie rüberrutschen. Und ja, so fühlt man sich extrem kompakt und stabil. Der Rucksack zieht einen nicht nach hinten und wir haben alles gut verteilt. Eine Sache haben wir aber tatsächlich vergessen. Und zwar ist es, den Rucksack jetzt noch so stark wie möglich zu komprimieren. Wir haben ihn jetzt ja gut eingestellt. Das heißt, wir können ihn jetzt wieder absetzen. Müssen das nächste Mal nur noch den Hüftgurt festziehen. Und haben jetzt die Möglichkeit, nachdem wir den Rucksack erfolgreich gepackt haben, ihn nochmal so gut wie möglich stramm zu ziehen. Ja, dass einfach das Gewicht möglichst nah an den Körper kommt. Wie gesagt, bei eurer Wanderung werdet ihr immer mal wieder die Einstellung ein bisschen verändern. Zwischendurch den Hüftgurt etwas strammer ziehen, dann nochmal die Schultergurte etwas strammer ziehen, um die Hüfte auch mal zu entlasten und so weiter und so fort. Testet da einfach für euch, wie das Ganze Sinn macht. Und ihr werdet euch irgendwann so eingrooven, dass es ganz natürlich ist und der Rucksack sich ziemlich einfach tragen lässt. Es ist aber normal, dass zwischendurch mal die Schultern etwas verspannt sind oder dass auch mal auf den Hüften eine gewisse Reibung ist. Das kann man einfach nicht vermeiden. Aber so haben wir wirklich die Möglichkeit, es möglichst optimal für uns einzustellen und ja, das meiste aus unserer Wanderung rauszuholen. Jetzt noch der wahrscheinlich wichtigste Tipp. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Wenn ihr bei einer Tour merkt, ihr habt etwas nicht gebraucht, lasst es bei der nächsten Tour weg. Natürlich, wenn das nicht irgendwie die Sicherheit gefährdet. Je leichter der Rucksack ist, desto angenehmer trägt er sich. Aber denkt natürlich auch dran, wenn ihr auf sämtlichen Komfort und Sachen verzichtet, die euch Spaß machen, dann macht die Tour natürlich auch weniger Spaß. Wiegt das also irgendwie für euch ab und dann habt ihr garantiert eine richtig coole Tour. So Leute, das soll es tatsächlich aber schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich hoffe, es hat euch auch weitergeholfen. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe oder ihr noch weitere Tipps habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und falls euch noch interessiert, was das hier für ein Rucksack ist, was der alles kann und was ich wirklich alles auf meiner Kungsleden-Wanderung dabei hatte, schaut gerne bei diesen zwei Videos vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.